1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, hallo, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Dienstag. Na, am Dienstag ist natürlich jetzt sehr lustig, am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Also, wie immer freitags, eine offene und freie Themensendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer, das ist der Marco und Marco ist 33. Hallo Marco. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo Marco, weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist die Krankenpflege und die Diskussion, die letzten Tage da in der Öffentlichkeit war. Mhm. Und da wollte ich halt mal meinen Standpunkt zu der ganzen Sache erzählen. Ja, Krankenpflege, hast du mit dem Bereich etwas zu tun? Ja, ich arbeite im Krankenhaus. Als Pfleger? Genau, genau. Ah ja, in einem normalen Krankenhaus? In einem normalen Krankenhaus, ja. In einem relativ großen Krankenhaus. Ja. Ja, und da wollte ich halt mal ein bisschen was zu erzählen, weil in der letzten Zeit war in der Öffentlichkeit diese Pflegenotstand-Diskussion. Mhm. Und die kann ich eigentlich nicht so teilen. Also wenn ich sehe, was die ganzen Kollegen da bei uns in der Klinik von der Arbeit machen, mit teilweise wirklich wenig Personal auf den Stationen, muss ich doch sagen, Hut ab. Ne? Also das finde ich jetzt nicht so gerechtfertigt, was die da in der Hut ab? Nein, Hut ab sage ich auch. Und die meisten Leute sagen Hut ab. Aber die Kritik liegt ja darin, was du gerade selbst gesagt hast, dass eben viel zu wenig Personal da ist, um die Menschen ordentlich und würdig auch zu versorgen. Genau. Und das ist einfach ein Problem der Arbeitgeber, ne? Die stellen ab an jeder Ecke, wollen dieselbe Arbeit wahrscheinlich noch die Qualität erhöhen, die Pflegequalität und auch das Renommee der Klinik erhöhen, mit möglichst wenig Personal. Mhm. Und das sollte auch mal gesagt werden. Ne? Weil also die Kritik der letzten Wochen bezog sich ja in erster Linie auf die Alten- und Pflegeheime. Und es wurde gesagt, dass sehr, sehr viele Menschen, vermutlich auch die, die keine Angehörigen haben oder wo die Angehörigen sich nicht ordentlich um kümmern oder keine Zeit haben, sich zu kümmern, nicht richtig versorgt werden. Ja, das kann schon teilweise vorkommen. Das muss ich also wirklich sagen. Ja. Wenn so teilweise Patienten aus dem Altersheim in die Klinik gelegt werden, die sind manchmal nicht gut gepflegt, das muss man schon sagen. Also da kannst du aus eigener Erfahrung Das stimmt, definitiv, das ist so. Also es kommen schon mal alte Leute, die im Pflegeheim liegen, zu euch in die Klinik. Das öfter, ne? Meistens so abends, wenn die ihre Abendrunde machen, die Pflegerin im Altenheim oder im Pflegeheim, und dann kann es schon mal passieren, dass die Leute in einem nicht so guten Zustand sind. Ne? Welche Missstände hast du denn da schon beobachten können? Ja, dass die halt wundgelegen sind, schlecht von der Körperhygiene und teilweise auch die Schwestern oder Pfleger in den Altersheimen mit der ganzen Situation überfordert sind. Ne? Ja. Sind das denn dann Menschen, alte Menschen, die auch sich selbst gar nicht mehr so äußern können, die vielleicht geistig verwirrt sind? Ja, genau. Die halt nur noch bettlägerig sind, im Bett rumliegen und auch auf Vollpflege angewiesen sind. Ne? Ja. Und die kommen dann ganz gerne mal von den Schwestern, wenn die dann auf meine Klinik geschickt, dann kann man so meistens sehen nach der Abendrunde, dass die dann mal versagen, so, das ist uns jetzt zu aufwendig wahrscheinlich, weil die natürlich auch unterbesetzt sind. Mhm. Und dann werden die natürlich dann ins Krankenhaus geschickt mit irgendeiner Krankheit, was die denn haben. Ja. Und die sind manchmal nicht in einem nicht guten Zustand. Ja. Dass man dann wirklich sagen muss, dass man die ja wieder erstmal tipptopp machen muss, ne? Ja. Bevor man die erstmal einen Arzt vorstellen kann. Ne? Das heißt, das wird dann auf euch abgeschoben, verschoben, das Problem? Mitunter, genau. Ja. Das ist ja ganz gerne mal der Fall. Wie geht denn das, wenn ihr so etwas bei euch auf die Abteilung zum Beispiel bekommt und ihr seht, da ist offensichtlich ein Mensch nicht fachkundig gepflegt worden. Das sieht man ja, wenn man aus dem Beruf kommt. Genau. Schweigt ihr darüber oder wird das an die Behörden weitergegeben? Ja, das ist so ein, was an die Behörden ist, wird natürlich teilweise dokumentiert in die Pflegeberichten. Papier ist geduldig, ne? Genau, Papier ist geduldig. Mhm. Aber mehr als dokumentieren kann man ja nicht, ne? Ja. Also bis dato hat man noch nicht gehört, dass sich da ehrlich mal was geändert hat, ne? Ja. Also ich glaube auch, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist und dass sicher hinter den Mauern sehr viel Leid vorherrscht in Deutschland. Vor allen Dingen bei den Menschen, die kein Sprachrohr mehr nach draußen haben. Ja, oftmals keine Angehörige, keine Leute kümmern sich, die haben dann nur einen Sozialdienst.
Oder teilweise Leute, die zu Hause gepflegt werden von diesen mobilen Pflegediensten. Ja. Die kommen ja auch dann zu uns in die Klinik. Und die sind manchmal, die sind auch, man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Auf keinen Fall. Aber es gibt immer wieder Leute drunter, die sind natürlich in einem schlechten Zustand. Manchmal gibt es auch Leute, die sind in einem guten Zustand, ja, aber so, gibt's auch. Und du arbeitest, ich sag's mal so salopp, in einem normalen Krankenhaus? Ja, genau. Auf was für eine Abteilung? Auf der Notaufnahme. Auf der Notaufnahme, genau. Ja. Merkst du das denn auch, dass der Kostendruck der Kliniken immer größer wird und dass ihr die quasi so an der untersten Front, sage ich jetzt mal, arbeiten müssen, dass ihr ja eben auch immer mehr Druck bekommt, von oben schneller zu arbeiten, effektiver natürlich, zu sein. Natürlich. Und das also geht auf Kosten der Menschen. Definitiv. Teilweise bei uns im Haus ist das so, dass Nachtdienste auf den ganz normalen Stationen mitunter von einer Person alleine versorgt werden müssen, wo manchmal 30 Patienten liegen. Und das ist natürlich eine Sache, die geht eigentlich gar nicht. Ja. Wie lange bist du schon in dem Beruf? 10 Jahre jetzt. 10 Jahre. Ja. Hast du in diesen 10 Jahren eine Entwicklung bemerkt? Ja. Wohingehend? Ja. Dahingehend, dass Stellen drastisch abgebaut werden, dass die Arbeit viel, viel mehr wird. Und die Arbeitgeber natürlich sagen, man muss halt effizienter arbeiten, sich neue Techniken einfallen lassen. Und im Endeffekt, die wollen Geld sparen. Der Druck wird größer und die Qualität lässt zu wünschen übrig. Wie ist denn das deiner Erfahrung nach? Also ich bemerke das so in meiner subjektiven Wahrnehmung, wenn ich in Krankenhäuser gehe oder durch Verwandte damit konfrontiert bin, dass wir definitiv eine Zweiklassenmedizin haben. Da gibt es den Menschen, der normal versichert ist und den Privatversicherten. Nee, also das kann ich gar nicht teilen, die Meinung. Also bei uns im Haus, ich weiß nicht, wie es in anderen Häusern ist, aber bei uns im Haus ist das definitiv nicht der Fall. Oh, das ist aber ein besonderes Haus. Ein kranker Patient ist ein kranker Patient, da kommt es definitiv nicht auf den Kostenträger an. Das ist definitiv nicht der Fall, auf keinen Fall. Kenne ich ganz andere Sachen. Ja, also da kann ich nur von unserem Haus sprechen, da werden keine Unterschiede gemacht. Ja. Wenn da 20 Leute warten, wird nicht der Privatpatient vorgezogen. Aha. Definitiv nicht. Da geht es definitiv nach Krankheitsfall. Ja. Wo ist der Notfall am größten? Der Mensch kommt zuerst rein. Ja. Na gut, in einer Notaufnahme mag das ja vielleicht sein. Aber in der nachfolgenden Versorgung wird es bestimmt Unterschiede geben. Ja, also, ja, was, ich meine, aus meiner Sicht, was hat man davon, wenn man Privatpatient ist? Dann kommt vielleicht der Chefarzt auch vorbei. Aber die Arbeit machen die anderen. Von da aus, also ist das dasselbe. Ja, also du wolltest dich insofern äußern, dass du sagst, du hattest, glaube ich, die Kritik, die so öffentlich geäußert wurde, dahingehend verstanden, dass das eine Kritik am Pflegepersonal ist. Ich wollte halt nur mal die Situation schildern, dass man diese Kritik der Öffentlichkeit ganz klar macht, wer der Schuldige ist. Ja, ich glaube. Dass viele Leute nicht dem Irrglauben verfallen und sagen, ja, die Pfleger sind nicht motiviert, haben keine Lust oder so. Nee, das wollte ich einfach nur mal mit meinen Worten ganz klar sagen. Dass es definitiv teilweise an dem Arbeitgeber, an den Verwaltungen, an den Kostensparen geht. Und das ist halt die Qualität. Ja, also ich glaube, Marco, da sind ganz, ganz, ganz viele Leute deiner Meinung. Und dass die Schuld an dieser Misere, so sie in verschiedenen Bereichen eine Misere ist, die Situation, nicht das Personal trägt. Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig. Wenn man im Krankenhaus arbeitet und da läuft irgendwas schief und da irgendeiner beschwert sich und sagt, ja, mein Angehöriger oder meine Mutter, mein Vater ist halt schlecht versorgt, dann wird es ja nie heißen, ja, das ist die Verwaltung schuld. Dann wird sofort auf Station geguckt, wer war da im Dienst, wer hat es zu verursachen. Die ganzen Randerscheinungen, wie viele Leute im Dienst waren, wie war die Arbeitssituation, wie viele Leute waren da, das ist ja alles für die zweitrangig. Ja. Die sagen definitiv, wenn sich einer beschwert, ist der und der zuständig, der auf Station im Dienst war und der ist schuldig. Ja. Da wird ja nie einer kommen und sagen, ja, die Verwaltung spart ja Geld ein oder die Verwaltung baut ja Stellen ab. Da heißt es sofort immer, der Kollege war im Dienst, der muss das Verstehe. Insofern finde ich es gut, dass du angerufen hast und auch mal von deiner Sichtweise aus berichtet hast und dich geäußert hast. Ja, finde ich gut. Marco, vielen Dank. Alles Gute. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Jo. Und hier ist Daniel. Daniel ist 26. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Daniel. Da geht es darum, ich habe vor kurzem meine Mutter wieder getroffen. Vor kurzem? Die hat vor 5 Jahren meinen Vater verlassen.
Vor 15 Jahren? Ja, richtig. Mhm. Und ich traue mich irgendwie nicht, sie anzusprechen. Wie lange hast du sie nicht gesehen? 15 Jahre jetzt. 15 Jahre hast du deine Mutter nicht gesehen? Richtig. Und du bist bei deinem Vater aufgewachsen dann? Nein, bei meinen Großeltern. Mein Vater ist durch die Trennung alkoholabhängig geworden. Ja. Und der ist nach Neuss gezogen und mit dem habe ich auch sehr wenig Kontakt im Moment. Ja. Und wieso hat deine Mutter sich um dich nicht gekümmert? Nein, kaum. Also, warum? Kurz nach der Trennung hat sie sich kurz noch bei mir gemeldet und da warst du 11. Gar nicht mehr. Ne? Da warst du 11. Ja, richtig. Bis zu deinem 11. Lebensjahr bist du aber ganz, ganz normal in der Familie aufgewachsen. Richtig, ja. Gibt es noch einen Geschwister? Ja, noch zwei. Noch zwei? Ja. Und wo sind die aufgewachsen? Einer ist bei meiner Großmutter groß geworden und der andere ist bei einer Pflegefamilie. Ach so. Also ist das alles auseinandergerissen worden dann damals? Ja, richtig. Ja. Aber nochmal die Frage, warum meinst du, hat die Mutter sich nicht um dich oder um euch gekümmert? Ich habe keine, die hat wohl einen anderen kennengelernt, das weiß ich, und die ist auch weggezogen aus Kleve. Ist ja also keine Begründung? Nein, alles nicht. Ne? Und, hat die auch nie mal einen Brief zum Geburtstag, zu Weihnachten oder so etwas mal was geschickt? Gar nichts? Gar nichts, nein. Die war von heute auf morgen sozusagen verschwunden? Korrekt, ja. So, und jetzt hast du sie wieder getroffen? Ja, richtig, in der Stadt bei uns. Und, zufällig? Zufällig. Also beim Einkaufen mit meiner Frau und meinem Sohn. Und ich habe sie auch sofort wiedererkannt, als ich es gestern gewesen habe. Ja, das wundert mich, dass du sie wiedererkannt hast. Mhm. Also sie hat sich auch kaum verändert. Also ja, du hast Fotos wahrscheinlich auch von ihr, ne? Ja, das, richtig, genau. Mensch, dann siehst du die beim Einkaufen? Ja. Die hat dich ja nicht erkannt. Die hat mich gar nicht erkannt. Ist klar. Und ja, wie lief das dann ab? Ja, also ich bin ein bisschen hinterhergelaufen, weil ich sicher gehen wollte, ob sie es auch wirklich ist. Mhm. Und und dann habe ich mich auch nicht weiter getraut, sie anzusprechen. Mhm. Und ich weiß wohl auch, wo sie wohnt. Ich habe die Adresse von ihr. Weil mein Onkel, der arbeitet hier in der Kreisverwaltung. Also, er hat die Adresse von ihr herausgefunden. Ja. Und ich traue mich irgendwie nicht hinzugehen und mal sagen, hier bin ich. Mhm. Aber eine Neugierde ist schon da. Die ist auf jeden Fall da, ja. Aber vor allem, weil ich einen 14 Monate alten Sohn habe und wäre es schon schön, wenn er sie eben auch mal kennenlernen würde. Also. Ja. Weißt du denn, ob sie vielleicht doch irgendwann mal oder in der letzten Zeit auch mal einen Versuch unternommen hat, dich ausfindig zu machen? Also gar nichts. Also gar nichts. Ich habe seit dem 11. Januar, also nach dem einen Mal, habe ich die nie mehr wieder gesehen und auch kaum was gehört von ihr. Also. Als du sie da gesehen hast, was machte die denn für einen Eindruck auf dich? War die nett oder war die ein bisschen fahrig? Oder? Also die machte eigentlich einen ganz normalen Eindruck. Also, also nichts Auffälliges jetzt so, also ja. Gar nicht. Also jetzt bist du selbst Papa? Ja. Und würdest ihr gerne den Enkel präsentieren? Genau. So ja. Ist denn da auch noch eine ganze Portion Wut in dir auf die Mutter? Auf jeden Fall, weil mein Vater ist auch ziemlich runtergekommen deswegen und er hat auch ziemlich viele Schulden deswegen, weil sie auch in der Beziehung ziemlich viele Schulden aufgenommen hat auf meinem Vaters Namen und auch Unterschriften gefälscht hat und sowas. Ach so. Und mein Vater ist wohl ziemlich runtergekommen, ist alkoholabhängig geworden und hat seinen Job verloren und ist dann auch weggezogen. Also meinst du schon hauptsächlich, dass sie die Schuldige an der ganzen Misere damals war? Ja, richtig. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Der Vater von ihr oder sie von dem Vater? Mein Vater hat sich von ihr getrennt. Also weil es nicht mehr ging. Lassen. Wie hast du sie denn so früher in Erinnerung, als alles noch einigermaßen okay war? Also ich hatte eigentlich immer einen sehr guten Kontakt zu meiner Mutter. Also ich habe sie auch sehr geliebt. Mhm. Und sie war auch nett zu dir? Die war auch nett zu mir. Also sie hat sich auch, ich weiß auch, als sie sich verabschiedet hat, 15 Jahre, sie hat auch zu mir gesagt, pass gut auf deinen Vater auf und sowas alles und pass gut auf dich auf. Das kann man überhaupt nicht kapieren, dass eine Mutter, die ihren Sohn liebt oder ihre Kinder liebt, völlig verschwindet. Ja, und ich weiß sie hätte doch die Möglichkeit gehabt, immer wieder Kontakt zu dir zu haben. Über die, ne? Oder sie kennt auch meine Großeltern, also die weiß auch, wo sie wohnen, also die haben sie noch nie weggezogen, also die müssen auch immer noch wissen, gewusst haben, wo sie wohnen. Oder wollten die Großeltern den Kontakt nicht? Ja, richtig. Ach so. Weil meine Großeltern sind auch nicht wirklich gut, auf sie zu sprechen, weil... Ach so, das heißt, deine Mutter es einige Male versucht und ist abgeprallt an der Wand der Großeltern. Das könnte auch sein, ja. Also, aber ich weiß auch nicht davon, dass sie mal Kontakt aufgenommen hat zu meinen Großeltern, das weiß ich gar nichts von. Leben deine Großeltern noch? Ja, die leben noch, ja. Hast du denn mit denen auch mal darüber gesprochen, dass du das nicht verstehst, dass die sich nie meldet? Ja, auch, ja. Aber die sagen auch, sie verstehen es auch nicht, also... Die meinen auch, die haben nie was von ihr noch gehört und gesehen. Mhm.
Jetzt sagst du, du hast Angst, da hinzugehen oder anzurufen oder was auch immer. Was, genau. Was macht die Angst aus? Warum hast du Angst? Ich weiß nicht, ob sie mich überhaupt sehen möchte oder ob sie an Angst hat, dass ich mich in ihr Leben reindrängen möchte oder sowas. Mhm. Sie hat dich ja aus ihrem Leben rausgeschmissen, ne? Ja, richtig. Also. Ich habe irgendwie Angst vor der Begegnung, sie wiederzusehen. Mhm. Aber ich glaube, dass du es. Jetzt ist nur die Frage, wie, aber dass du das schon tun solltest. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man da so voller Fragen ist. Auf jeden Fall, ja. Die man einfach beantwortet haben möchte. Man versteht jetzt nicht, man. Es wäre ja kein Problem, mal einen Brief zu schreiben oder sowas gewesen. Also, das verstehe ich absolut nicht. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, ob du da vorsichtig und sanft rangehst und ihr zum Beispiel erstmal einen Brief schreibst. Ja. Oder ob du gleich sagst, nee, komm, das muss die jetzt aushalten. Die hat ja, mir auch eine ganze Menge angetan. Ich stehe jetzt da vor der Tür und dann wollen wir mal gucken. Genau. Ne? Die beiden Möglichkeiten gibt es. Mhm. Oder anrufen, naja, anrufen. Ja. Telefonnummer kriegst du auch raus. Die wird die wohl auch rauskriegen, ja. Ja. Das wird nicht das Problem sein. Ja. Also, das ist aber jetzt sehr persönlich. Ich würde in diesem Fall nicht so für die sanfte Methode plädieren. Aber das musst du für dich entscheiden, wie du stabil auch bist. Nicht, dass du irgendwie, du musst da ein gutes Gefühl bei haben. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwie versuchen. Also ich werde es wahrscheinlich eher auf die sanfte Art versuchen. Mhm. Also erstmal mit einem Brief, denke ich mal. Mhm. Schildern, wie mein Leben so verlaufen ist. Ja. Dass sie mittlerweile Oma ist. Genau. Und dass du quasi dann im Brief ihr die Möglichkeit offenlegst, dass sie sich bei dir melden kann. Richtig. Und du würdest dich darüber freuen. Auf jeden Fall, ja. Also ja. Ich fände es schon, wieder einen Kontakt aufzubauen und. Ja. Okay. Wenn du da ein ganz gutes Gefühl bei hast, dann mach das. Mach es auch ruhig bald und schnell. Also, vor allem mein Sohn ist jetzt noch 14 Monate alt und der vielleicht, kriegt ja noch viel Entwicklung mit von meiner Mutter und ja. Das wäre schon nicht schlecht, ja. Also dir liegt schon, trotz aller Befremdlichkeit, die ja. Da entstanden ist, ist da schon auch eine tiefe Bindung noch, ne? Auf jeden Fall, mhm. Klar, meine Mutter und ich. Mhm. Ich habe immer Sehnsucht nach ihr gehabt und... Ja, und vielleicht, so ein Gespräch ist ja vielleicht gar nicht so insofern sogar sehr, sehr gut, weil du dann auch zum ersten Mal die Chance hast, mal ihre Sicht der Dinge zu hören. Ja. Wer weiß, was da alles vorgefallen ist, was du gar nicht weißt oder was man von dir... Ich weiß wohl auch, dass sie mehrere Kinder von jemand anderen hat, das weiß ich wohl auch, ja. Mhm. Ja, also Daniel, dann mach es. Mach es sehr schnell und dann wünsche ich dir wirklich gutes Gelingen und dass sie sich dann auch meldet bei dir. Wenn die sich nicht melden würde, das wäre sehr schlimm. Mhm. Aber das würde dann aber auch entsprechend viel über die Frau aussagen, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ja. Gut, dann... Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch an dieser Stelle schon mal auf unsere Themen nächste Woche hinweisen. Nächste Woche Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Ich habe kein Mitgefühl. Ich möchte gerne unter anderem mit Menschen sprechen, die generell nicht so empfinden können oder meinen nicht so empfinden zu können, wie so die normalen Menschen empfinden zu können, die fast alles kalt lässt, auch wenn sehr schlimme Dinge in ihrer Umgebung passiert sind. Das ist das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Schweigen. Da möchte ich gerne ausführlich mit euch über Schweigen reden. Vielleicht mit einem, der in einem Schweigekloster mal war oder mit jemandem, der gezielt etwas verschweigen will oder muss und so weiter. Also unsere Themen nächste Woche, Donnerstag heißt das Thema Schweigen und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich habe kein Mitgefühl. Jetzt weiter mit der offenen Themenrunde und mit Arno. Und Arno ist 25. Guten Morgen, Arno. Ja. Hallo. Hallo, Domian. Ja, hallo, Arno. Grüß dich. Domian, ich habe folgendes Problem. Ich bin 2 Jahre fest zusammen mit einer Frau, die ist 29 Jahre alt und wir hatten also eigentlich eine nette, gute Beziehung und das Problem war aber insofern, seit 4 Monaten gibt es absolut keinen Sex mehr in der Richtung. Das heißt aber, ich habe sie in der Zeit bestimmt 10-mal mit verschiedenen Vibratoren erwischt insofern. Und sie sagt also, nachdem ich Verdacht hatte, sie würde fremdgehen,
dass es kein anderer Mann dahinter stecken würde. Es wäre eine vorübergehende Phase. Und irgendwo lässt sie mich gar nicht mehr an sich ran und irgendwie weicht sie mir aus und ich weiß gar nicht, wo ich dran bin. Was ist denn das für eine Phase? Bitte? Was ist das für eine Phase? Offensichtlich ja keine Phase, wo sie keine Lust auf Sex hat. Nee, das ist der Widerspruch an der Geschichte. Das ist der Widerspruch, ja. Ja, das hätte man noch irgendwie eher verkraftet. Aber diese Ersatzbefriedigung ist für mich irgendwie total unverständlich, weil das vorher von ihr gar nicht, sagen wir mal, ins Liebesspiel einbezogen wurde. Das ist also jetzt eine ganz neue Geschichte. Mit das heißt, der könnte man aber auch noch leben, aber man ist selber in der Richtung komplett also außen vor. Das heißt, sie hatte vorher diese Hilfsmittel gar nicht... Überhaupt nicht. Besaß sie gar nicht. Das heißt, sie hat sich die jetzt gekauft. Richtig, ja. Also ich weiß noch nicht mal gekauft. Also es gibt Quittungen, habe ich auch nie gesehen. Die waren auf einmal da, eine ganze Nachtkommode voll. Naja, was, eine ganze Nachtkommode voll? Ja, das sind so 7 Stück. In verschiedensten Größen. Wo gibt's denn sowas? Und ab 20 Zentimeter aufwärts. Ja, das ist aber merkwürdig. Ja, das ist das. Das heißt, sie hat einen Großeinkauf im Sexshop gemacht. Ja, würde man so annehmen. Oder Geschenke kriegt die. Ja, du hast sie doch darauf angesprochen hier, was... ja, richtig. Und wie erklärt sie das? Das wäre eine vorübergehende Phase. Ja, sie hätte auch nicht alles ausprobiert und möchte irgendwo, also nicht dumm sterben. Krieg gibt's immer als blöde Antwort. Sie möchte nicht dumm sterben? Ja, sie müsste alles mal ausprobieren, Sachen, die man, das hätte sie von einer Freundin erfahren, dass das ganz interessant wäre. Und dazu ging mal die Phase, dass man da auch mal eine Zeit ohne Mann auskäme. Sag ich, ja wie? Sag ich, dann müssen wir uns trennen, sag ich, wenn das der Fall ist, wenn du ohne Mann auskommen willst. Sag ich, wir wohnen doch zusammen. Ja. Sag ich, wie soll ich dir denn aus dem Weg gehen? Sag ich, soll ich dir ein Schlafzimmer alle überlassen? Dann hat sie also wirklich die letzten Wochen am Stein im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Ach. Ich weiß gar nicht, wo ich dran bin. Und trennen will sie sich nicht. Nee, das müsste ich akzeptieren. Das wäre vielleicht für ein halbes Jahr vorübergehend. Also das ist natürlich völliger Quatsch. Irgendwas Handfestes hängt da schon hinter. Irgendwas. Ich hätte dann ja einen anderen Mann vermutet. Aber dann ist natürlich, wieso dann diese Nachtkommode? Das ist irgendwo, das eine Ausrede oder ich, vielleicht hat sie die Dinger ja auch geliehen bekommen von ihrer Freundin. Oder so. Kann auch sein. War das von heute auf morgen so? Von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Und vorher war der Sex, okay. Sie hatte sich erstmal so eine Woche verweigert in der Richtung. Ja. Und dann hat man dann gesagt, okay, kann ich verstehen, wenn man irgendwo mal eine Phase hat, eine Auszeit braucht. Ja, dann kam ich nach Hause, früher als erwartet. Und dann war die auf dem Bett mit diesen Dingern beschäftigt. 3 lagen noch so daneben als Ersatzsache. Und dann sag ich, was ist denn hier los? Ja, mal was anderes. Ja, und dann hatte man so darüber gesprochen. Und ich sag ja, wie? Ja, wenn ich dann irgendwo dann zu ihr wollte, nee, das ist jetzt erstmal... privat, du hast da im Moment jetzt keinen Zugang, sag ich bitte. Würde mich auch sehr ratlos. Ich habe doch keinen Streit. Ja, würde mich auch erstmal sehr ratlos stimmen. Also sowas unmisstrauisch, natürlich, unmisstrauisch. Das habe ich noch nie gehört, sowas in der Richtung. Dann habe ich dann über Freundinnen rumgefragt und gefragt, ja, was ist denn hier ab, was geht denn hier ab und ja, so weiter. Ja, die war schon mal, also die wollte dann ja auch, also sie war, muss ich noch dazu sagen, vor 2 Monaten war sie angeblich mit einer Freundin im Urlaub. Das heißt also, die Freundin und die haben die Koffer gepackt, ich habe sie beide noch zum Flughafen gefahren. Aha. Das war natürlich richtig, aber was weiß ich mit denen, die sich sonst noch getroffen haben, dann war ich natürlich nicht dabei. Ja. Auch jetzt mal ich, dass sie alleine in Urlaub wollte mit einer Freundin. Jetzt habe ich gleich gerade eine ganz andere Assoziation im Kopf. Sie fährt alleine mit einer Freundin in Urlaub? Richtig. Kann es sein, dass da irgendwas anderes geweckt worden ist bei ihr? Das wäre natürlich möglich. Also Richtung lesbische Neigung? Ja gut, also weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte, ich habe immer nur an Männer gedacht. Ja, unter Umständen, das wird natürlich... Ja, das ist jetzt so eine spontane Idee, muss ja überhaupt nicht sein. Das wird ja auch mit den Vibratoren wieder passen. Auch ja, auch nicht unbedingt, aber ist sie denn hat sie mit dieser Freundin, mit der sie in Urlaub war, jetzt auch noch viel Kontakt? Ja, die telefonieren täglich. Manchmal so sieht man so auf dem Telefon Abrechnung 3 Stunden oder so am Tag. Ist denn sonst euer Leben, was ihr, der Alltag und so, ist der auch eher angespannt? Ja, also der ist irgendwie stressiger, fühlt er sich jetzt irgendwie, der Alltag. Man ist, beide sind gereizt irgendwo, weil das so nicht weitergeht. Und irgendwo, wenn dann irgendwas ist oder in der Nähe kommt, ein Küsschen oder so ist drin, aber irgendwo ist die sonst eiskalt in der Richtung. Und man weiß natürlich gar nicht mehr, wo man... Kein bisschen schmusen oder so. Nee, das ist irgendwie so auf Abstand, das Ganze in der Richtung. Da stimmt was nicht, Arne. Ah, ja. Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und ich weiß nicht, sie weicht mir ja aus. Mit wem soll ich darüber reden? Weil nur sie ist ja der Schlüssel zu dieser Brücke, um das zu lösen. Wenn man dann eine offene Aussprache hätte, könnte man damit was anfangen, aber das Ausweichen. Ich finde, dass man immer in solchen Situationen nach einer gewissen Zeit, und du gehst ja schon 4 Monate, sagst du, ne? Geht das schon. Nach einer gewissen Zeit, finde ich, hat man als Partner das Recht, Druck auszuüben. Nach dem Motto, mach deinen Mund auf. Sag mir, was los ist. Ich komm mir blöd vor. Ja. So ist es doch.
Und das Problem ist ja vielleicht auch insofern, dann kriegt man da irgendwo Komplexe und so weiter, was er sagte, ja gut, sie käme also irgendwo mit diesen Dingern besser zum Orgasmus und so weiter. Mhm. Das wäre einfach im Moment diese Sache, die ihr dann mehr Spaß macht. Ja, das würde ja bedeuten, dass der Sex mit dir unbefriedigend ist für sie. Hätte ich dann auch vermutet. War das denn vorher guter Sex mit euch beiden? Sie sagte, sie wäre zufrieden. So hat sie es immer ausgedrückt. Ja, ist auch nicht so. Der Bringer. Ja, das ist es eben. Für dich war es gut. Für dich, das hätte aber nichts mit mir zu tun. Sie hätte früher auch schon mal Probleme gehabt, irgendwo, wie das dann irgendwo zu kommen. Nur wenn sie es sich selber macht, kennt sie immer zum Höhepunkt. Und es wird irgendwas wird verschwiegen in dem Bereich Sexualität, bin ich sicher. Irgendwas verschweigt sie dir. Dass sie auch, und ich bin auch sicher, dass sie weiß, was es ist. Und sie hält dich im Moment hin. Ja, und das Kuriose ist aber dann insofern, dann hatte sie so, seit den letzten 4 Wochen, hatte sie dann gesagt, okay, sie könnte, damit das nicht ganz so abtönend für mich wäre, ich könnte ja zugucken, wie sie sich befriedigt. Sag ich, ja wie, dann kriegen Männer aber auch Appetit. Ich kann doch nicht zugucken und dann wieder weggehen. Sag ich, was sagst du denn? Das ist ja, als wenn du einem ein Dessert vorsetzt und sagst, ja, du kannst aber jetzt irgendwie, trinkst ein Glas Wasser danach. Das ist irgendwie, und was sagte sie da? Perverses. Oder was Masochistisches. Ja. Und was sagte sie da? Ja, da meinte sie dann, ja, gut, ich könnte natürlich auch einen Film gucken, wenn ich nicht sehen wollte, was Sache wäre. Vielleicht würde ich ja was davon lernen, wie sie es gerne hätte. Sag ich, ja gut, aber ich durfte ja die Hilfsspielzeuge dann demnächst auch mal benutzen, für sie dann. Also, klingt mir ziemlich, ich finde das, mich wird das verletzen, wenn... Ja, ich hatte also schon an Trennung gedacht. Also das so. Wollte sie dann auch nicht. Sag ich, ja gut, aber warum muss ich die passive Rolle haben? Dann kann ich mich eben halt sagen. Ja, also ich sag's nochmal, Arno, ich würde mir das noch eine Weile angucken und dann würde ich ja sagen, pass mal auf, jetzt Butter bei die Fische. Nun sag mir, was los ist, sonst bin ich weg. Also bin ich wirklich weg. Und dann wird sie reagieren, irgendwie. Wenn sie tausendmal dann sagt, ja, ich weiß es nicht, dann könntest du sie immer noch, aber ich glaube nicht, dass sie es nicht weiß, aber dann könntest du sie immer noch packen, indem du sagst, pass auf, dann gehen wir beide mal zu einer Eheberatung oder zu einer Partnerberatung. Mhm. Nur mal so als Vorschlag. Ich glaube, dass das gar nicht nötig ist. Aber dann kann sie gar nicht mehr ausweichen. Das Kuriose ist ja insofern, oder dann hat man dann gedacht, irgendwo, ja, vielleicht braucht sie größere Instrumente, weil diese Dinger sind ja irgendwo noch, wie soll man sagen, überdimensionaler, dicker und länger als die meisten Teile, denn was die Männer so haben von der Seite her. Das ist vielleicht daran lag, dachte ich. Da sagst du nichts zu. Weil da sind Teile bis 30 Zentimeter dabei. Wer hat denn so ein Ding? Bist du denn normal ausgestattet? Ja gut, 16 Zentimeter. Ich weiß nicht, ob das ist noch europäische Norm. Ja. Das ist europäische Norm. Und was sagen denn die Frauen immer? Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf das, was man damit macht. Ja, sie hätte mal einen Freund gehabt, der hätte so 12 gehabt, da hätte sie gar nichts gefühlt. Das hat sie wohl auch gesagt. Gut, 12 und 16 ist... Das ist dann besser, ja besser schon. Aber das hört sich dann auch wieder nicht so befriedigend an. Nee, hört sich auch nicht. Nee. Das ist das, was mich jetzt wundert. Arno, wie gesagt, guckst dir noch ein Weilchen an und dann mach Druck. Die soll sagen, was los ist, sonst bist du weg. Ja, ich hatte schon überlegt, aber das kann ich natürlich auch schlecht machen, weil man ist ja nicht verheiratet. Und so weiter, die ganzen Teile irgendwie aus dem Schrank zu nehmen und wegzutun. Neue besorgen. Ja, das ist so klein Kram. Wäre die denn eigentlich eifersüchtig, wenn du sagen würdest, pass mal auf, ich kann so nicht leben, ich gehe jetzt fremd? Ja, also, wie sagte, das wäre vielleicht überhaupt die Idee. Sag ich, bitte? Ja, man könnte doch mal so einen Partnertausch machen, so mit mehreren. Sag ich, wie bist du denn jetzt auf einmal drauf? Du warst ja sonst immer so prüde, konservativ. Ja, da sagt die Bar. Da hast du schon mal was von Veränderungen gehört. Sag ich, ich gehe auf die 30 an und da werden Frauen irgendwo aktiver. So war ihre Redewende. Also irgendwie hat die irgendwie einer falsch geimpft. Das ist so gar nicht entgekannt. Ich meine, es kann ja wirklich sein, dass da Entwicklungen bei ihr sind. Und das ist ja interessant, wenn sie den Vorschlag macht. Könntest du denn darauf eingehen? Das war das Kuriose. Aber ich habe dann natürlich auch gedacht, ob das so gut ist. Unter Umständen, weil ich noch sehr an ihr hänge, vielleicht würde das noch mehr kaputt machen, wenn man sie in den Armen von anderen Männern sieht. Ja, ist die Frage. Ich natürlich gedacht, dann werden die Männer vielleicht noch der Ersatz, der dann insofern kommt. Anstatt dieses Spielzeug wird, kommen dann fremde Männer. Ja. Das wäre für mich noch schlimmer, habe ich dann gedacht. Ich glaube, sowas kann man auch nur machen, wenn klare Verhältnisse herrschen und wenn man gut miteinander auskommt. Ich wollte in Pärchenclubs oder so gehen. Habe ich gesagt, nee, irgendwie auch wegen der AIDS-Sache hätte ich da irgendwo nicht die Bedenken. Und also ist nicht dein Ding. Keine Pille, nachher wäre sie schwanger. Diese Sachen stören mich alle. Ja.
Okay, wenn das nicht ein Ding ist, dann geht das auch nicht. Also, wie gesagt, ich guck's dir eine Weile an und dann muss was passieren. Aber diese Freundin, die sie da mit der dann Urlaub war, die sagte, ja gut, die wäre aber an mir interessiert. Und das wäre doch mal ein Versuch wert, erstmal zu dritt was zu machen. Das hat mich dann gewundert natürlich. Aber das hört sich dann nicht unbedingt... Wer weiß, ob die junge Dame nicht auf den Geschmack gekommen ist mit der anderen jungen Dame. Das war die Überlegung. Wer und damit weiß, vielleicht ich nicht ganz so da leer stehe, wollte ich das vielleicht zu dritt machen. Also, du musst handeln, Arno. Ich bin aber überlegen, ob ich das machen sollte, weil die Idee ist natürlich nicht unbedingt ganz so schlecht. Aber ob das gut ist, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn das dein Ding ist, mach es doch. Aber nur, wenn du auch da Spaß dran hast und wenn es für dich okay ist. Dann versuch erstmal, vielleicht kommt da etwas Neues in die Gänge. Ja, mach es. Das ist die andere Überlegung. Ja. Nur ich denke, dann irgendwann kommen auch Männer ins Spiel, ne? Wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, letztendlich müsst ihr erstmal Tacheles reden, ihr beiden. Und dann kann man diese ganzen Spiele machen, finde ich. Ich überlege gerade, ob diese 2 Jahre, vielleicht ist das schon, gibt es schon Leute, wo dann Routine reingekommen ist, trotzdem schon. Ne? Ja, sicher gibt's das. Aber es gibt auch Pärchen, wo es sehr lange dauert und keine Routine reinkommt. Lieber Arno, du musst handeln. Vielen Dank. Alles Gute. Vielleicht sollte ich mich mal, wenn das ganze Ding mal irgendwo gelöst ist, bei dir nochmal melden. Ja, bitte. Ich glaube, so einen Ausgang würde dich auch mal interessieren. Ja, sehr. Ja, dann meld uns doch bitte und wir melden uns dann, wir rufen dich dann nochmal an. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Vielen Dank noch. Jo, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist die Sonja. Und Sonja ist 29. Guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo, Domian. Ja, hallo Sonja. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es, dass meine Mutter an Krebs erkrankt ist, vorletztes Jahr. Und ihr Mann, also man kann ihr nicht mehr helfen. Mhm. Und sie hatte erst einen Tumor um die Wirbelsäule rum, den haben sie ihr entfernt. Mhm. Und ungefähr einen Monat später haben sie gesagt, dass sie auch Metastasen auf der Lunge hat. Mhm. Also der erste Krebs ist ausgebrochen 2005. Ja. Ja. Wie geht es ihr heute? Nicht gut. Wie ist die Situation genau? Ja, sie liegt jetzt ungefähr seit 2 Monaten im Krankenhaus und die Blutwerte, die klappen immer wieder zusammen. Sie muss Bluttransfusion kriegen. Mhm. Sie haben jetzt komplett die Chemo komplett weggenommen, weil wegen den Blutwerten halt. Mhm. Sie liegt unter Quarantäne, es darf keiner zu ihr. Mhm. Das, ich darf sie halt durch die Scheibe sehen. Mhm. Und telefonieren ist auch okay, aber sie jetzt den Arm nehmen, drücken und das ist halt nicht mehr. Wie lange liegt sie jetzt schon in der Quarantäne? Fast 2 Monate. Zwei Monate in Quarantäne? Ja. Wie verkraftet sie das psychisch? Schlecht. Glaube ich. Also das Einzige, was sie wirklich zur Außenwelt hat, ist das Telefon. Mhm. Und dass halt keiner zu ihr darf. Also sie ist ein Mensch, der war immer unter Leute. Mhm. Sie muss immer ihre Familie um sich haben und das ist hier jetzt eigentlich von jetzt auf gleich immer genommen worden. Mhm. Und wenn ich sie so liegen sehe, sie hat aufgegeben. Sie mag auch nicht mehr vor lauter Schmerzen und wie alt ist deine Mama? 54. 54 erst. Mhm. Ja. Mhm. Und sie weiß halt, dass sie halt nicht mehr so lange hat. Das heißt, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr. Auf eine Heilung gibt es keine Hoffnung mehr. Nein. Es ist medizinisch soweit alles getan worden, was man tun konnte. Ja, die erste Chemotherapie, die sie hatte, die hat sie eigentlich einigermaßen gut verkraftet. Mhm. Die haben die Chemo dann abgesetzt, weil sie gesagt haben, es ist nur noch ein kleiner Schatten auf der Lunge. Mhm. Und als sie wieder zur Nachuntersuchung war, haben sie wieder festgestellt, dass er wieder ausgebrochen ist, der Lungenkrebs. Mhm. Und sie haben mit der stärksten Chemo direkt begonnen, die es eigentlich gibt. Es gibt einmal diese Bestrahlung, die es per Infusion gibt. Und dann gibt es noch was, sie hat dann so eine Maske auf den ganzen Kopf. Sie wird auf einem Tisch draufgelegt. Sie kann sich nicht mehr bewegen, nicht nach links und nach rechts. Mhm. Und dann werden ihr halt diese Stoßwellen, sage ich mal, durch den Körper komplett gegeben. Und das ist das Stärkste, was es eigentlich gibt. Mhm. Und das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Also die wachsen trotzdem weiter, die Metastasen. Und also ist der Hauptherd ist die Lunge im Moment? Ja. Genau. Mhm. Also der Krebs, also der Tumor, der im Rücken war, den haben sie halt rausoperiert. Mhm. Und der war okay. Ja, bis sie dann halt festgestellt hatten, dann halt, dass die Lunge auch befallen ist und
wie ist das denn für dich? Das ist doch sicher für dich auch sehr schlimm, wenn du deine Mutter so leiden siehst und in einer solchen Ausnahmesituation begleiten musst. Wie ist das für dich? Es ist grausam für mich, weil ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Meine Mutter wohnt in Rheinland-Pfalz und ich komme auch jetzt nicht so oft dahin, weil mein Mann halt sehr berufstätig ist und ich habe halt zwei kleine Kinder. Mhm. Und ich komme jetzt halt auch nicht so oft. Also wir telefonieren zwar fast täglich, aber also ich versuche schon 1 bis 2 Mal im Monat runterzufahren, aber mehr ist eigentlich nicht möglich. Wie viele Kilometer liegen dazwischen? Knapp 200. Ja. Mhm. Es ist zwar nicht so weit, aber... Mhm. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch 2 Brüder, aber das ist das Traurige, dass meine Eltern mit denen keinen Kontakt hat oder meine Geschwister mit ihr nichts zu tun haben wollen. Mhm. Und das Einzige sind eigentlich jetzt also mein Stiefvater und mein Mann, ich und die Kinder. Achso, der Stiefvater, der... Achso, das ist ja ihr jetziger Partner. Genau, der neue Ehemann. Der kümmert sich dann um und besucht sie, sofern das möglich ist, und ist für sie da. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn was ist, also er ruft dann halt auch sofort an. Und aber sie im Bett liegen zu sehen, leiden zu sehen... Ich habe eben schon gesagt, also mein Opa ist an Krebs gestorben, meine Oma ist an Krebs gestorben, vor 3 Jahren meine Tante. Mhm. Und jetzt meine Mutter, also klar bleibt dann auch ein bisschen Angst drüber, dass ich das dann auch irgendwann kriege. Mhm. Mhm. Und wir sind auch alle zuckerkrank, das habe ich jetzt auch bekommen. Mhm. Und ja. Es ist einfach, also ich weiß nicht, wie ich damit fertig bin, weil meine Mutter ist eigentlich die einzigste Person, bis auf meinen Mann halt, aber meine Mutter ist mein Ein und Alles. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wenn sie nicht mehr da ist, was ich ohne sie machen sollte. Mhm. Ist das denn so ernst, dass man quasi täglich mit dem Schlimmsten rechnen muss? Ja, weil halt die Blutwerte so schlecht sind und sie innerlich verbluten kann. Mhm. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Vor 2,5 Wochen. Mhm. Und da sah sie schon nicht gut aus. Sie ist auch, sie war immer, ich sag mal, wie so ein Mannsweib, immer stabil. Mhm. Und sie ist jetzt so dünn, zerbrechlich. Sie liegt da, wenn ich die dünnen Hände und Beinchen sehe. Sonja, ich kenne deine Verhältnisse nicht, aber wenn es nur 200 Kilometer sind und deine Mutter jetzt wirklich in der offensichtlich letzten schweren Phase ihres Lebens ist, dann versuche doch unbedingt so oft wie möglich dorthin zu fahren. Ja, sicher, das versuche ich aber. Aber mein Mann ist Taxifahrer. Ja. Er arbeitet wirklich 12 Stunden am Tag und ich habe keinen Führerschein. Ach so. Also ich bin darauf angewiesen, dass mein Mann mich hinfährt. Ja, verstehe. Es wird alles kompliziert. Genau. Mhm. Und ich sag mal, mein Großer, der ist jetzt, der wird jetzt 9. Und mein Kleiner, der ist jetzt gerade 21 Monate. Also. Ach so, ja. Ja, verstehe. Dann bist du wirklich in einer sehr verzwickten Situation. Genau. Wirklich. Ist deine Mutter klar, dass sie sterben wird? Ja. Ja. Sie hat auch schon aufgegeben. Ja. Sie hat auch überall am ganzen Körper diese Morphiumpflaster, damit sie einigermaßen die Schmerzen halt ertragen kann. Und Gott, was für eine Quälerei. Gott, was... Genau. Und meine Mutter, also sie wurde wirklich zu mir gesagt, was soll ich hier noch? Mhm. Du bist verheiratet, du hast deine Kinder, du hast deine eigene Familie. Mhm. Und nur, dass ich halt noch ein bisschen länger da bin und diese Schmerzen auf mich zu nehmen, hat sie die Kraft nicht mehr. Sie hat keine Angst vor dem Sterben? Teils. Also wenn sie sagt, wenn die Schmerzen schlimmer werden, und wie jetzt zum Beispiel bei ihren Eltern, hat sie große Angst davor. Wie gesagt, wenn es jetzt so bleibt und, um krass zu sagen, innerlich verblutet, merkt sie es nicht. Sie schläft ein und wacht nicht mehr auf. Aber wenn sie so leiden muss wie ihre Eltern, dann hat sie da große Angst vor, weil mein Opa hatte Streukrebs und meine Oma hatte Kehlkopfkrebs. Unsere Familie ist ja schon ziemlich mit belastet. Ja, hast du denn den Eindruck, dass sie schmerztherapeutisch optimal versorgt wird in dem Krankenhaus? Ja, also das denke ich schon. Also sie war jetzt in 3 verschiedenen Kliniken. Mhm. Und ich meine, sie wohnt auf dem Dorf. So viele Kliniken gibt es da sowieso nicht. Mhm. Und
jetzt liegt sie halt in der Nähe von Neuwied und da ist das schon okay, sie kümmern sich gut um sie und also es ist besser wie die anderen zwei Krankenhäuser. Mhm. Und das sind auch extra Spezialisten, die für sowas spezifisch da ist. Das klingt gut, ja. Ja. Und ja. Und es ist so geplant, dass sie dann auch jetzt erstmal in der nächsten Zeit in diesem Krankenhaus bleiben soll? Also sobald die Blutwerte sich was bessern, also diese Blutkörperchen hochgehen und sie nicht mehr wegen der Ansteckungsgefahr, halt, dass sie keine Lungenentzündung oder sowas bekommt, dann kann sie wieder raus. Mhm. Würde sie denn dann wieder nach Hause kommen? Ja. Das schon? Ja, ja, ja. Unbedingt. Also ist das denn so ein vielleicht doch noch so ein Hoffnungsschimmer für sie, dass das doch noch eintreten könnte? Ja, sie hofft, also sie hat es sich vorgenommen, sie wollte unbedingt halt ihre Enkelkinder nochmal unter den Weihnachtsbaum sehen. Mhm. Sie hat gesagt, war die ganzen Jahre davor, wir waren zwar immer da, aber immer nur zweiter Weihnachtstag und wollte halt, dass wir auch mal Heiligabend da sind. Mhm. Und sie hat gesagt, sie wünscht sich nichts Größeres, als ihre Enkelkinder halt unterm Tannenbaum spielen zu sehen. Und weil viel hat sie von dem Kleinen ja auch noch nicht gehabt. Weil er ist halt 21 Monate und ja. Ich habe Fotos hier hängen von meiner Mutter, dann sagt er immer Oma. Und wenn er da ist, ist er auch total Oma fixiert, aber er kann sich ja später nicht mehr an sie erinnern. Nein. Hast du einen guten Gesprächspartner und so Halt, der dir auch Halt gibt in deinem Mann? Ja. Ja, das schon. Mein Mann ist sehr für mich da. Also, ja. Also klar, er kann mir den Schmerz nicht nehmen, wenn es so weit wird. Ich weiß ganz genau, wenn es so sein wird, irgendwann werde ich in ein riesen tiefes Loch fallen. Das ist, also meine Mutter ist meine beste Freundin, meine Mutter ist es, das ist alles für mich. Mhm. Und dann kann man jetzt ja... wollen wir alle zusammen hoffen, dass sich ihr Wunsch auf jeden Fall erfüllt, dass sie mit euch zusammen Heiligabend feiern kann. Ja. Und dass ihr alle hinfahrt und die Kleinen da sind und sie das noch genießen kann. Ja, das will ich auch hoffen. Das wollen wir wirklich alle hoffen und wir drücken alle die Daumen. Ja. Liebe Sonja. Ja, danke schön. Alles Gute von ganzem Herzen und ganz viel Kraft für dich und deine Mama. Ganz viel Kraft. Vielleicht gibt es ja nochmal so einen Schub, dass sie sich nochmal einigermaßen, also ein bisschen erholen kann. Ich glaube, meine Mutter würde es schon reichen, wenn sie nochmal nach Hause könnte. Mhm, und halt zu Hause sterben. Das ist ihr eigentlich, sie wollte eigentlich immer zu Hause sterben, weil meine Mutter war früher auch, also bis vor 2 Jahren halt Altenpflegerin. Ach so. Sie hat das aber dann, wo sie von NRW nach Rheinland-Pfalz gezogen ist, hat sie das halt häuslich gemacht. Mhm, und und sie hatte halt viele ältere Leute betreut, die dann halt auch zu Hause gestorben sind. Und sie hatte sich das auch immer so vorgestellt. Da wussten wir halt noch nicht, dass sie krank ist. Und ich finde das ja auch so seltsam. Ich finde, mein Sohn ist geboren und ein paar Wochen später, meine Mutter hat Krebs. Für mich war das so, ich glaube da irgendwie dran, dass wenn man sagt, ein neues Leben beginnt und ein anderes muss dafür gehen in der Familie. Ja, auf solche Gedanken kommt man natürlich dann. Das kann jetzt auch ein Zufall sein, aber natürlich denkt man dann an sowas. Genau. Liebe Sonja, ich wünsche von ganzem Herzen, dass das eintritt, was ihr euch wünscht und vor allen Dingen, was deine Mama sich wünscht. Ja. Du wirkst schon sehr traurig. Möchtest du noch ein nachfolgendes Gespräch mit meiner Psychologin vielleicht führen? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, dann würde die Magdalena dich jetzt gleich anrufen und dann könnt ihr beide noch ein bisschen miteinander reden. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. So, und weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Andreas. Und Andreas ist 19. Hallo, Andreas. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andreas. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich 19 bin, ich bin schwul und bin von Berlin in ein kleines Dorf nach Schleswig-Holstein gezogen. Warum? Weil mein Freund aus Schleswig-Holstein ist. Und bist du Berliner? Ich bin ein richtiger Berliner. Oh, das ist natürlich hart, ne? Von Berlin aufs Dorf zu ziehen? Ja, ich bin in so eine 300-Seelen-Gemeinde gezogen. Ja.
Und ich habe halt das Problem, dass mein Freund hier im Dorf ziemlich integriert ist, also auch im Verein und alles. Lebt ihr denn in diesem Dorf offen schwul? Ja, weil ich halt gesagt habe, wenn ich schon dorthin ziehe, also ich kann ja jetzt nicht sagen, wir wohnen in einer WG, das glaubt uns hier sowieso keiner. Ja, und das ist akzeptiert in dem Dorf? Leider nicht. Leider nicht? Aha. Also ich habe halt das Problem, dass ein Großteil der Dorfleute, nicht alle, also wir haben mittlerweile auch super Freunde, die zu uns stehen, aber halt ein Großteil der Gemeinde völlig gegen mich ist und gar nicht gegen meinen Freund. Mhm. Also weißt du, wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 26. Ja. Und der ist halt auch Bauarbeiter, ne? Also ist halt so ein typisch heterosexueller Mann. Mhm. Und ich bin Student, also ich habe mich halt hier an der Kieler Uni halt eingeschrieben und ich bin halt dadurch für die Gemeinde so die Frau in der Beziehung, was ja, will ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt das Schlimmste wäre. Was studiert die Frau denn? Ich studiere Deutsch und Politik auf Lehramt. Ah ja, ja. Und ja, das Problem ist halt nur, wenn ich auch mit einem Hund rausgehe, dass ich halt zum Teil von Leuten bespuckt werde oder halt auch mit Stein beschmissen, das ist mir auch schon passiert. Nein, du wirst von Leuten bespuckt? Ja. Ach, und was mit was beschmissen? Mit Stein. Gibt's doch nicht. Das gibt es heute noch im Jahr 2007 in Deutschland? Ja, das gibt es noch. Du wirst bespuckt von den Leuten? Was sagen die denn? Die spucken aus und sagen, was sagen die dann? Ja, die sagen zum Beispiel, verpiss dich, du hast deinen Freund schwul gemacht, was willst du hier? Ach so. Weißt du, ich bin so... War der vorher gar nicht schwul, bevor er dich kennenlernte? Genau, ich bin der böse Dämon. Nee, ich frage das, war er offiziell nicht schwul vorher? Er hat sich ungefähr 4 Wochen, bevor wir uns kennengelernt haben, geoutet. Ein zusätzliches Problem ist halt, dass sein Vater Bürgermeister ist. Ach du lieber Himmel. Es wird ja immer komplizierter. Also bist du, ja, dann bist du der böse Dämon aus Berlin. Ja, genau. Ne, der den strammen heterosexuellen Bauarbeiter ans andere Ufer gezogen hat. Genau, so ist das. Und so geht das natürlich nicht. Nee, das geht nun gar nicht. Ich bin aber auch erstaunt über dich, Andreas, dass du sowas machst, dass du in so ein Dorf ziehst. Ich meine, das ist doch eigentlich fast schon vorhersehbar, dass das alles nicht so locker und easy ist wie in Berlin. Ich habe es mir auch nicht so vorgestellt. Also ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, weißt du was, du wohnst zwar auf dem Dorf und das Gute daran ist, selbst wenn die Leute dich nicht haben wollen, die werden dich nicht öffentlich angreifen. Mhm. Und ihr hättet doch auch wunderbar pendeln können zwischen Schleswig-Holstein und Berlin. Das wäre kein Problem gewesen. Ja, das Problem ist, mein Freund liebt hier jeden Stein, ja. Achso, er ist ja Natur und Heimat verbunden. Ja, also super. Also ich glaube, er freut sich über jedes grüne Blatt, was hier wächst, ja. Und, was ja auch löblich ist. Wie lange wohnst du denn jetzt da schon in dem Dorf? Also ich wohne jetzt ein Jahr da. Und wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. Achso, 3 Jahre. Das heißt, 2 Jahre schon erprobt, die Beziehung. Ja, aber es war halt so eine Fernbeziehung und ich wusste irgendwann, ich muss mich halt entscheiden. Ja. Also ich wusste, wenn ich ihn nach Berlin hole, dann wird er hier eingehen wie eine Prima. Mhm. Aber jetzt gehst du da ein wie eine Prima. Ja, also einerseits finde ich es ja schön. Also es ist für mich eine neue Erfahrung, so mit den ganzen Nachbarn hier und ein Verein nach dem anderen. Und na gut, aber wenn die dich anspucken auf der Straße. Aber es spucken dich doch nicht alle an. Nee, sind ja auch nicht alle. Sicher ein paar auch nette dabei. Es sind sehr nette dabei. Ja. Das Problem ist halt, dass die Leute leider, die auch nett zu mir sind, vor denen, die mich nicht mögen, leider nicht dazu stehen. Mhm. Also, das ist halt so dieses... Keine Zivilcourage. Ja, das fehlt den Leuten hier sehr, weil... Was sagt denn der Herr Bürgermeister? Der Herr Bürgermeister, wie steht er denn zu dir? Ja, der Bürgermeister, ja, das ist eine gute Frage. Also, der findet mich ganz toll, solange das im Wohnzimmer bei ihm zu Hause ist. Verstehe. Und wenn das nach außen ist, ja, das ist ihm schon, denke ich mal, unangenehm, ja, dazu zu stehen, dass er halt sein Sohn homosexuell ist, obwohl das jeder weiß. Mhm. Also das ist halt... Was sagt dein Freund denn dazu, dass du dich da schon offensichtlich nicht so wohl fühlst? Naja, mein Freund sagt immer, ach naja, weißt du, da musst du durch. Wohnst du noch 10 Jahre hier, dann ist das vergessen. Ja. Das ist immer leicht gesagt. Ja, allerdings, ja.
Gut, ich bin ganz froh, halt wie gesagt, dass ich in Kiel studiere. Das ist Großstadt. Meine Kommilitonen wissen auch alle Bescheid. Mhm. Fühle mich super wohl in Kiel, weil die Leute ganz toll sind. Mhm. Also hätte ich gar nicht gedacht, als ich Kiel das erste Mal gesehen habe, dachte ich, naja. Also hast du so ein bisschen Großstadt-Flair hast du denn in Kiel? Ja. Und wie viele Kilometer sind das von Kiel bis zu eurem Dorf? Ich fahre 60 Kilometer. Naja, das geht ja. Das ist ja okay. Ja, das ist noch ganz annehmbar. Also zur allergrößten Not könntest du ja nach Kiel umziehen. Ja, mein Freund würde dann nicht mehr hinziehen. Mhm. So, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ist eine gute Frage. Also für meinen Freund wohne ich gerne hier, wobei ich selber gerne nach Hamburg ziehen würde. Weißt du, das ist halt so... Das ist so ein bisschen wie Berlin. Ja, ein bisschen wie Berlin und von mir aus auch am Stadtrand. Also da würde es mich gar nicht so stören, wenn die Leute auch gegen mich lernen. Ist er denn beruflich gebunden an diesen Ort? Ja. Und das ist schwierig für ihn, irgendwo anders eine Arbeit zu kriegen? Ja, leider ja. Also er ist halt Meister im Gartenlandschaftsbau und das Problem ist, seine Firma ist ja auch oftmals bei uns im Ort, ne? Ja. Und er würde mich zum Beispiel auch, wenn ich dort lang gehe, nicht grüßen, ja? Er würde halt immer so tun, als wenn er mich überhaupt nicht kennt. Moment mal, dein Freund würde dich nicht grüßen? Nee. Während er bei der Arbeit ist? Ja, na Wie bitte? Was ist denn da los? Dein Freund würde dich nicht grüßen, wenn er gerade mit seinen Kumpels am Arbeiten ist? Nee, weil er halt immer sagt, ja, ich weiß zwar, die wissen das nicht, aber ich weiß es ja. Und dann haben sie halt, oder hat er halt immer die Angst, dass sie ihm das... Ich meine, die wissen das alle. Nee, seine Arbeitskollegen nicht. Ach, das ist doch da längst rum. Ja, sage ich ihm auch immer, aber er glaubt mir das nicht. Ach, wenn das so ein kleiner Ort ist, ist das längst rum. Ja, aber er glaubt mir das nicht und er hat halt immer Angst, dass sie ihm das dann ansehen, weil er mich grüßt. Und er meinte halt immer, ja, ich weiß es ja und so wie ich dich angucke, müssen halt meine Kollegen das auch merken, dass das keine Freundschaft ist, sondern mehr. Also das würde mich aber sehr, sehr wurmen und sehr nerven, wenn mein Freund nicht zu mir stehen würde. Das würde mich sehr nerven. Aber. Ja, und das ist es ja, deswegen rufe ich dich ja an, weil ich halt nicht genau weiß. Also ich würde ihm einerseits gern das Messer auf die Brust legen und sagen, weißt du was, entweder du stehst zu mir hundertprozentig oder nicht. Mhm. Und andererseits denke ich so, ich bin halt nicht auf dem Land groß geworden. Ich weiß nicht, wie das ist. Und ich kann ja seine Ängste verstehen. Ja, okay. Man kann natürlich immer alles verstehen, wenn man sich hineinversetzt. Aber irgendwo ist dann auch mal gut. Und irgendwo muss er dann auch von sich aus eine Initiative ergreifen. Ich meine, du bist ihm ja nun sehr schon entgegengekommen, indem du deine Heimat verlassen hast und in das Dorf gezogen bist. Und das war ein großes, das ist wirklich ein Kontrastprogramm. Ja. Und sein Entgegenkommen muss zumindest daran bestehen, dass er sich dann in seiner Umgebung dann auch wirklich hundertprozentig zu dir bekennt. So, das finde ich, das ist erstmal das Minimum. Das Zweite finde ich, wenn du wirklich dich da nicht wohlfühlst und das ist irgendwie nicht dein Ding, dann muss er das registrieren und dann müsst ihr zusammen einen Mittelweg finden. Du hast gerade was vorgeschlagen, Stadtrand von Hamburg. Okay, dann ist er ja auch noch relativ in seiner Heimat, dann ist er auch nicht in die weite Ferne gereist oder umgezogen. Ja, weißt du, aber wir leben halt direkt am Meer, ne? Mhm. Also ich meine, das ist ja schön, wir wohnen bei seiner Oma. Mhm. Das ist ja auch so ein Problem gewesen, ne? Weil seine Oma ist eine super tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Also eine klasse Frau, mittlerweile fast 80. Halt, er hat aber die Erfahrung gemacht, als er ihr gesagt hat, weißt du was, Oma, ich bin leider schwul, hat sie halt nur gesagt, weißt du was, so eine Leute wie du wären zu meiner Zeit vergast worden. Mhm. So, und bei der Oma lebt er noch? Bei der wohnen wir jetzt im Haus. Muss ja ein tolles Leben sein. Du, die liebt mich mittlerweile. Ach so. Also wirklich, die findet mich ganz toll und steht auch mittlerweile hundertprozentig zu uns. Aber es ist halt für ihn so ein Knackpunkt gewesen, weil er gesagt hat, weißt du was, meine Oma war immer super tolerant. Und mittlerweile, jetzt liebt sie sich auch. Aber wenn sie schon so reagiert hat, dann weiß er, wie die anderen reagiert haben im Dorf. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Andreas. Letztendlich ist entscheidend, wie du dich fühlst. Und wenn das alles eine Nummer zu krass für dich ist, dann hast du immerhin es ausprobiert, du hast es ein Jahr mitgemacht. Finde ich schon toll und respektabel.
Und da müssen einfach neue Wege gegangen werden. Ja, was würdest du denn machen? Würdest du wegziehen? Ja, wenn es wirklich sich nicht einpendelt, das Ganze, würde ich dann ging ich entweder nach eine Weile erstmal nach Kiel, dann wäre ich in der Nähe meines Freundes, oder würde mit ihm versuchen, einen Kompromiss zu finden, gemeinsam irgendwo anders hinzugehen. Du hast es probiert. Du hast ein Jahr mit ihm da gelebt. Und wenn der Versuch dann gescheitert ist, dann ist er gescheitert. Aber du hast es versucht. Ja. Lieber Andreas. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nee, stimmt. Alles Gute. Aber ich freue mich, dass ich mit dir telefonieren konnte. Ich freue mich auch. Deine Sendung ist super klasse. Mach bitte weiter so. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute und erstmal ein schönes Wochenende. Dankeschön dir und euch auch. Tschüss. Ja, tschüss. Manuela. Manuela ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Manuela. Ja, Manuela. Guten Morgen. Es geht um meine Tochter. Ja. 16. Ja. Und die hat Internetbekanntschaften, wo sie sich halt ausnutzen lässt. Was heißt das? Ausnutzen? Auch sexuelle Erfahrungen habe ich jetzt gerade erfahren durchs UKI. Durchs UKI? Was ist das? Universitätsklinik Eppendorf. Wie hast du es? Da war sie in der Psychiatrie. Aha. 3 Tage, da habe ich dich ein halbes Jahr musste ich kämpfen, dass ich sie da reinkriege. Mhm. Und warum sollte sie da rein? Weil sie psychisch krank ist. Sie ritzt sich, hat Essstörung und Angststörung. Ja. Und nun habe ich erfahren, dass sie im Internet sexuelle Kontakte pflegt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist immer nachts weg. Ja. Weißt du, wie alt die Partner sind? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß überhaupt nicht, mit wem sie da zusammen ist. Die ist immer nachts weg, immer. Jetzt auch? Jetzt auch, ja. Mhm. Sie ist 16 Jahre alt? Ja. Mhm. Wie lange war sie in der Klinik? 3 Tage. Ach, 3 Tage nur? Ja, ist abgehauen. Mhm. Ist wieder abgehauen. Das heißt, du hast mit dem Mädel schon lange Schwierigkeiten? Ja. Ja. Mhm. Letztes Jahr war sie im Wilhelmstift. Was ist das? Das ist auch eine Psychiatrie. Das ist hier bei mir in Hamburg-Wandsbek. Mhm. Rahl steht ja. In welchem Alter fing das denn an, dass sie schwierig wurde? Ach, schon lange. Schon sehr lange. Ja. Immer schon Probleme gehabt mit ihr eigentlich. Und ich hatte auch immer Jugendhilfe und das Jugendamt in Begleitung. Also da waren schon so Fachleute an deiner Seite und trotzdem hat es nicht geklappt? Nee, das wird immer schlimmer. Geht sie noch zur Schule? Nee, auch nicht. Sie hat ihren Abschluss nicht gemacht, sie hat nur geschwänzt. Mhm. Dann sollte sie eigentlich jetzt ins Krankenhaus gehen und dann danach weiter Schule machen, aber sie ist da gar nicht im Krankenhaus geblieben. Mhm. Also sie will da auf keinen Fall hin, weil sie sagt, ich hab nix, so ich bin... Ist mir egal, ist nee. Pech. Mhm. Ich höre nur noch, ist mir egal, ist Pech. Mhm. Jetzt sagt sie sogar, was soll sie noch hier überhaupt bei mir? Sie hat ja schließlich auch kein Internet jetzt mehr und Geld kriegt sie von mir auch nicht mehr. Ja, sie kriegt von dir kein Geld, kann aber bei dir wohnen und kriegt auch zu essen zu Hause? Ja. Das schon? Das natürlich. Und wo kriegt sie sonst ihr Geld her? Ein bisschen Geld braucht man ja nur auch noch. Naja, das ist dann gut, wenn sie was braucht, mal wenn sie unter der Sonnenbank oder so will, dann gebe ich ihr 10 Euro oder so, ne? Und zum Anziehen sowieso alles, ich habe ihr leider immer alles gegeben, was sie haben wollte. Das war wohl mein Fehler immer. Das kann schon sein, ja. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Gibt es sonst auch noch einen Bruder, eine Schwester von ihr? Nein, ja. Ein Einzelkind. Also es konzentriert sich alles auf sie. Ja. Und du sitzt jede Nacht da und machst dir auch Sorgen, weil du nicht weißt. Ich habe Angst, ja. Ja. Du kennst auch niemanden aus ihrem Freundeskreis? Nee, sie hat keine Freunde. Sie hat auch nie Freunde gehabt, komischerweise. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wo sie abends dann hingeht? Nee. Ich habe jetzt schon mindestens 6 oder 10 Mal schon eine Vermisstenanzeige gemacht mit der Polizei. Mhm. Na gut, dann kommt sie wieder und dann kommen sie. Mhm. Dann ist sie wieder da und dann ist gut. Jetzt versuche ich eine Zwangseinweisung durchzuführen. Mhm. Damit sie ins Krankenhaus kommt. Mhm. Ja, wie gesagt, jetzt ist sie auch wieder nicht da und ich muss morgen auch arbeiten, ne? Ja. Und also, ich bin auch psychisch krank. Also ich glaube, dass das natürlich auch eine permanente Belastung für dich ist und dich auch kaputt macht und mürbe macht. Ja, ich habe auch sehr viel Schuldgefühle, ne? Ja. Schuldgefühle, weil du sagst, weil du denkst, du hast dich nicht richtig und genügend um das Mädel gekümmert. Ja, ich bin eine schlechte Mutter, ne? Mhm. Manuela, das ist ja sehr kompliziert und da müssen wir jetzt noch eingehend darüber reden, merke ich schon. Die Sendung geht aber vorbei. Ja. Deshalb machen wir es jetzt folgendermaßen, du legst erstmal bitte kurz auf
und wartest, bis du von uns wieder angerufen wirst. Und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Da müssen wir jetzt nun weiter drüber reden. Gut. Das ist ja für dich eine sehr schwierige Situation im Moment. Ja, vor allem das mit Internet. Ich habe solche Angst, dass sie so abschweift, dass sie irgendwie... Ja, ja, verständlich. Bei Männern rankommt, die sie da irgendwie wegschleppen oder missbrauchen oder irgendwas machen. Ich verstehe. Manuela, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke schön. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Volker Tarke. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da, wieder mit einer freien Themennacht.